Wir bekommen immer wieder Fragen, wie schnell denn eigentlich der Warmduscher anspringt. Und es gibt so ein bisschen auch falsche Meinung, weil die Schläuche natürlich isolieren und es dann etwas länger dauert, bis man da was merkt. Aber dafür haben wir jetzt diese analogen Thermometer gebaut und wollen euch mal zeigen, wie schnell das auch wirklich geht. Und ja, wenn ich so anfange zu duschen, dann mache ich immer erstmal ganz heiß und Wasser. Damit das möglichst schnell auf Temperatur kommt und nicht so viele Verluste in den Leitungen auftreten. Jetzt sieht man hier schon auf der Anzeige, dass das Wasser schon vielleicht 40 Grad hat, 34, 35, 36. Und dann drehe ich es lange auf die Mitte. Und jetzt fängt der Warmduscher an, mit Kaltwasser durchflutet zu werden. Und jetzt sieht man auch hier sofort, dass auf der Vorlaufseite die Temperatur runtergeht, auf der Rücklaufseite geht sie hoch. Jetzt schon bei 12 Grad Kaltwasser und 26 Grad Warmwasser, also vorne wäre es Kaltwasser. Ja, jetzt schon 10 Grad Kaltwasser, 26, 27 Grad Rücklauf. Naja, dann kann ich dabei loszuduschen. Tja, das war's schon. Geht schon.